Hallo ihr Lieben, ab jetzt habe ich auch noch mal eine andere Reihe für euch. Und zwar backe ich wie so viele andere auch Kekse. Und ich beginne natürlich mit meinen absoluten Lieblingskeksen, weil die gehen so einfach und wahnsinnig schnell und schmecken so lecker. Und Makronen kennt ihr alle, egal ob Nuss- oder Kokosnussmakronen. Diese hier sind auch Nussmakronen, aber mit Datteln drin. Und weil das mal so ein bisschen was anderes ist mit den Datteln und ich finde die wahnsinnig lecker, zeige ich euch jetzt mal, wie die gehen. Und dafür braucht ihr 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 200 Gramm Softdatteln ohne Kerne, 170 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 4 Eiweiß der Größe M und 50 Gramm Zartbitter oder Vollmilchkuvertüre. Am Anfang müssen erstmal die Datteln klein geschnitten werden. Dafür nehme ich zwei zur Seite, weil das ist die Dekoration. Und die für die Dekoration, die schneide ich erstmal in kleineren Stiften. Das heißt, ich halbiere die und schneide die dann in so ganz kleine Spalten der Länge nach. Und die anderen werden jetzt einfach klein geschnitten. Das ist vollkommen egal, wie ihr das macht. Hauptsache einfach nur klein. So, die Datteln sind klein geschnitten. Jetzt schlage ich das Eiweiß mit einer Prise Salz steif geschlagen und während des Steifschlagens auch nach und nach den Zucker schon einrieseln lassen. Jetzt kommen nur noch die Nüsse und die gehackten Datteln rein, und zwar immer nach und nach. Und vorsichtig unterheben. So, fertig ist auch schon meine Makronenmasse. Jetzt kommt ein Backblech, Backpapier drauf und dann setze ich mit 2 Teelöffeln lauter kleine Häufchen. So, das erste Blech habe ich jetzt schon mal welche draufgesetzt und die kommen jetzt für circa 18 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen rein, bei 180 Grad mittlere Schiene. So sehen jetzt die fertigen Makronen aus. Die waren jetzt 20 Minuten im Backofen drin. Ich zeige euch auch mal, wie die jetzt von innen aussehen. Und schaut mal. Unten sehen sie so aus, wenn sie fertig sind. Und dann von innen mit ganz vielen Dattelstücken. Die Kekse sind jetzt ein bisschen abgekühlt, die Makronen. Und jetzt kommt überall so ein Tüpfel Schokolade drauf. Die habe ich vorher in der Mikrowelle geschmolzen. Könnt ihr natürlich auch über dem Wasserbad machen. Gerade in der Mitte so einen kleinen Klecks hinsetzen. Oder ihr macht einfach mit dem Löffel so ein bisschen rüber. Das sieht auch immer schön aus. Und dann setze ich auf jeden Klecks einen so einen klein geschnittenen Dattelstreifen drauf, den ich am Anfang zur Seite getan habe. So sehen jetzt meine fertigen aus. Von der Dekoration her. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und schaut doch noch bei meinen anderen Keksrezepten rein. Demnächst auch noch mal mehr rund um den Weihnachtsmarkt wie letztes Jahr. Da gibt es noch ein paar Videos mehr. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Steffi.